Shinnahan, das ist ein Mensch, ein Räuber, der eigentlich böse war, aber durch die Legende gut geworden ist. Das heißt, Mythos und Realität klaffen da so weit auseinander, dass es schon wieder interessant ist. Und ich finde die historischen Figuren einfach so spannend, wenn sie aus Tätern Opfer werden, wenn man anhand ihrer Karriere ermessen kann, wie die Zeitumstände waren, welche Voraussetzungen so ein Mensch hatte, vor einem politischen, sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund. Gibt es den guten Räuber, ich denke an Robin Hood, überhaupt? Ich denke, im Bewusstsein der Menschen gibt es ihn schon, aber in der Realität glaube ich nicht, denn vor dem Guten steht immer die böse Tat und unsere Gesetzgebung, unsere Moralvorstellung sieht einfach vor, begehre nicht das Gut des anderen. Aber vielleicht können Sie uns doch scherzhaft mal Ihren Lieblingsräuber nennen. Theo Berger, das ist einer, der diesem klassischen Schema entspricht. Er wird gefangen, bricht wieder aus, wird wieder gefangen. Also einer, der der Obrigkeit das Schnippchen schlägt. Das ist für mich ein idealer Räuber zum Träumen.